Ja, hi ho, meine lieben Zuschauer und Zwergenfreunde, zu meinem neuen Projekt, beziehungsweise meinem alten Projekt, was aber ein bisschen neu ist. Und ja, es ist eine kleine Überraschung, deswegen seht ihr gerade erstmal nichts. Ja, ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Einige von euch sehnen sich sicherlich wieder danach. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, bevor wir loslegen. Wir werden viel buddeln in der Erde. Also gut, dann starten wir mal. Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Dwarf Fortress. Aber nicht dem Dwarf Fortress, was wir bis jetzt gespielt haben. Es ist schon eine Weile her, ein paar Jahre, dass ich die letzte Staffel gemacht hatte. Nein, wir sind bei der Steam-Version von Dwarf Fortress, die erst vor kurzem released wurde und ich freue mich mega drauf, es zu spielen. Mit euch zusammen. Gleich vorweg, ich nehme in den Kommentaren gerne wieder Namenswünsche an, wenn jemand einen Zwerg nach sich benannt haben möchte. Ich habe leider die alte Liste nicht mehr, muss ich zugeben, wer was sein wollte. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Leute von damals überhaupt noch zuschauen. Oder ob sie dann wieder zuschauen, wenn diese Staffel kommt. Ja, wir fangen. Also erstmal vorweg, ich habe mir das Spiel noch nicht wirklich angeguckt. Also die Steam-Version. Ihr kennt Dwarf Fortress natürlich. Ich weiß, was wir machen müssen und da ist, aber ich weiß nicht, wie viel anders jetzt die Steam-Version ist. Ich weiß, sie hatten. Überarbeitetes UI, sie hat eigene Grafik, teils. Sie hat Sound, also mehr Sound als das Original. Und die ganzen Quality of Life Sachen wie der Dwarf Therapist und so sind jetzt in-game. Was sehr, sehr praktisch ist. Deswegen, ja, fangen wir ganz von vorne an beim Erstellen der Welt. Ich habe meine treuen Notizen von damals, wie ich so eine Welt erstelle und wie ich meine Startkarawane ausrüste, hier zur Hand. Und dann fangen wir einfach mal mit Create New World an. Willkommen zu Dwarf Fortress. Prepare to guide your stout charges to fortune in a world fraught with many perils. You begin by creating your world and watching the region's history unfold. Once this process is complete, you can prepare a group and send them out to seek wealth deep in the mountains. As you dig deeper and deeper, more citizens take up residence in your outpost. Your doings will attract attention, both wanted and unwanted. Deal with challenges as they arise, and you might one day find that your humble settlement has grown to become a mountain home, the center of your civilization. Ja, das wäre schön, aber wir wissen ja, wie der Fun in Dwarf Fortress ist. Viele Forts überleben es nicht. Also. Erst einmal sehe ich gerade, es gibt eine Mod-Seite. Ah, damit schalten wir wohl Sachen ein und aus. Okay, Mods halt einfach. Es gibt ja auch einen Mod-Support für dieses Spiel durch den Steam Workshop. Aber jetzt wieder zurück in den Basic Mode. Den kennen wir ja. Also nur, dass wir hier alles jetzt anklicken können und nicht mehr mit der Maus machen müssen. Und es gibt einen Detailed Mode. Und der sieht schon mal, wow, sehr komplex und kompliziert aus. Also hier können wir wirklich alles Mögliche detailliert einstellen. Nein, wir bleiben bei den Basic Options. So. Wir werden eine schmale Welt. Ja, eine kleine Welt. Small. History habe ich in meinen Notizen Short. Short waren so um die 500 Jahre damals, glaube ich. Oder 125. Oder 75. Also bleibe ich bei 100 mal. Number of Civilizations Medium. Number of Zeit bleibt auf Medium. Number of Beasts machen wir mal auf Low, weil ich möchte nicht, dass in den ersten 3 Monaten ein Drache oder ein
Dämon, Werwolf, was auch immer in unsere Heimat eindringt. So, Natural Savagery. Vielleicht machen wir auch auf Low. Das sind so Goblin-Stämme und so weiter. Und Mineral Occurrence machen wir auf Sparse wieder. Dass wir zwar Mineralien finden, aber sie nicht überall verteilt sind. So, das sind so meine Standardeinstellungen gewesen für die Welterstellung. Auch früher in den anderen Let's Plays von der kostenlosen Version. Also bleiben wir auch erstmal da dabei und erstellen jetzt die Welt. Und ja, falls ihr euch wundert, der gelbe Rand ist in-game. Der ist nicht von mir. So, die Welt wird erstellt. Und das sieht so mal richtig, richtig schön aus. Muss ich ja sagen. Es geht auch ziemlich fix, muss ich sagen. Also alles, was hier gerade so passiert. So, 100 Jahre sind vergangen. To the center press WASD or hold drag the middle mouse button. Also ja, wir können die Welt bewegen und wir können drüber hovern und gucken, was so alles ist. Und da oben ist zum Beispiel eine Gruft. Daneben ist ein Burg von Menschen. Kloster. Noch eine Gruft. Also Kloster und Gruften. Da sind Dwarven Mountain Halls. Also hier haben sich ziemlich viele Zwerge eingenistet. Zwerge. Das ist ein Vulkan hier. Hier ist Haunted und Sinister, also Verfluchte, sogar ein Dark Dwarven Fortress ist hier, also Dunkelzwerge. Hier ist ein Goblin vor. Sieht eigentlich aus wie ein Stapel Hölzer, aber ist ein Goblin vor. Menschenstadt, Menschenstadt. Dwarven Hillocks. Also ja, ein bisschen was ist hier so. Wir finden sicherlich auch noch ein Stück für uns. Vielleicht hier so. Man sieht, es gibt überall jetzt Light Aquifer oder Aquifer oder wie man es auch immer ausspricht. Ich habe die Dinger immer Aquifer genannt, weil ich das bei jemand anderem so gehört habe und der hat es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Die scheinen... Ah ja, hier sind auch Heavy Aquifer. Oder Aquifer. Müssen wir mal wirklich ausgeben lassen, wie dieses Wort heißt. Da, Heavy. Hier ist eine abgelegene Insel. Iron Nickel. Oh. Wir sehen sogar ein bisschen, was so die Hauptressourcen in den jeweiligen Gebieten sind. Also ich würde nicht auf die Insel gehen unbedingt. Da oben ist noch ein Mensch, eine Menschenstadt. Hier ist alles wieder haunted. Hot. Warm. Also ich würde eher im Temperate-Gebiet oder im Warm-Gebiet bleiben. Hier sind die Surroundings sogar calm. Also hätten wir hier nicht so viel zu befürchten. Ja gut, Keep Word and Return to Main Menu wollen wir erstmal. Dann wird die Welt gespeichert. Also ja, und das nächste Mal können wir ja auf die nächsthöhere Stufe, also wenn wir eine neue Welt erstellen, können wir wirklich... Ja, 250 Jahre ist aber etwas lang. Aber wir können eine Medium-Welt erstellen das nächste Mal.
So, start new game in existing world. Okay, wir können die Welt hier jetzt löschen. Wir sehen aber auch, in welchem Folder sie liegt und könnten sie manuell löschen, wie man es früher auch in, oder wie man es in der Pre-Version macht. Starten wir in diese Welt rein. Die Welt wird geladen, alles wird generiert. Alles wird vorbereitet, besser gesagt. So. Es gibt den Legends-Modus. Ich habe mich nicht reingelesen, was der ist. Ist der Adventure-Modus, der auch sehr beliebt ist eigentlich, kommt erst soon. Was okay ist, weil wir wollen den Fortress-Modus spielen. Passing a few weeks to get things ready. Quick start and short tutorial. Would you like your fortress located in a forested mineral-rich region of this world where you can play through a short tutorial? Non-interactive help will be available whatever you decide. Okay, wir probieren das Short Tutorial mal aus. Und unsere Stadt wird hier erstellt, also unsere Karawane, Preparing Map. Wir können ja dann immer noch. Oh! A Dwarven Outpost. Also, wir kriegen gleich die Leute an die Hand. Oh, das sieht ziemlich schön aus, die Grafik. A Dwarven Outpost. You have arrived after a journey from the mountain homes into the forbidden wilderness beyond your harsh track. Has finally ended. Your party of seven is to make an outpost for the glory of all of Kanimush. Gut. There are almost no supplies left, but with stout labor comes sustenance. Whatever by bolt, plow or hook provide for your dwarves. You are expecting a supply caravan just before winter entombs. You, but it is spring now. Enough time to delve secure lodgings ere the cougars get hungry. A new chapter of dwarven history begins here. This place, Zavestek, Furnace Suites, okay. Camera Controls. Ja, your view, bla bla bla. Also mit WASD bewegen wir die Kamera. To change the camera elevation, press E or C or roll the mouse wheel. Also E. Mit E geht's nach oben, so wie es aussieht. Und mit C geht's nach unten. Oder wir können auch einfach das Mausrad benutzen. Also so gehen wir hoch. Sieht man jetzt, ist die Ebene unten, deswegen ist sie ein bisschen blass. Jetzt ist die Ebene blass. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen rauszoomen. Das wäre nicht schlecht. View will be dark underground. Falsche Richtung. Also, nee. Nee. Genau. So sind wir underground. Elevation. Okay, jetzt haben wir Elevation Minus erreicht. Hier sieht man es an der Seite sogar. Und hier sehen wir auch, wann wir above ground sind, also wann wir flupp im Himmel sind. Das heißt, ungefähr wenn das mittig ist, ja, sollten wir mittig sein. The view will be dark underground, bla bla bla. The wild hot kill will be center on your wagon. Und das ist praktisch für den Anfang. Gut. You can zoom in and out of the play area using. Ja gut, das ist amerikanisches Keyboard. Da wüsste ich jetzt gerade nicht, welche Tasten das sind. Aber auch mit CTRL und mit dem Mouse-Wheel. So ein bisschen rauszoomen, das sieht übersichtlicher aus. Okay. It's time to get to work. Let's start by digging a stairway into the ground. There may be plenty of hillside to dig into.
But you want to seek wealth below the surface. Mine tasks are designated on the play area. Begin by clicking the highlighted mining button. Es gibt mehrere Wege zu buddeln. Stairways selected start at one elevation and are completed at the next. Click the surface, move the camera down one level and click the underground. Reversing the order also works. Okay. Dig ramp. Dig a channel. Making a ramp on the level below. Okay. Remove. Mhm. Also wir sollen mit Stairwell anfangen. Und dann sollen wir... Fangen wir hier an. Hier sieht gut aus. So. Now we'll unpause the game and let your miner finish the task. Ich kann das hier einklappen, oder? Ja. Leertaste geht immer noch. Okay. Blub. Und flup. So, let's make a safe place to work. Select regular mining mode to the left of stair mining mode. Dig a rectangle underground big enough for a large stockpile and some workshops. Consider that most workshops are 3x3 squares. Mining through the stone layers further down may take longer. But it leaves boulders, which are essential building material. Later you can consider a meeting area from the zone menu. Otherwise, your citizens will continue to gather by the wagon outside. Okay, also wir sollen jetzt mit dem normalen Mining Tool left click to choose corners of a rectangle. Ah ja, das ist praktisch. Show advanced options. Okay, jetzt wird's schlimm. Dig every tile selected, dig only ores and gems selected and auto mine any ores and gems of the same type which are uncovered. Ja, das ist praktisch. Dig only ores and gems selected, dig only gems selected. Select tile priority. Blueprint mode. Blueprint mode. Okay. Also ich, mit dem Ding kann ich einen Raum ziehen. Also ziehen wir jetzt erstmal einen Gang. Und wir sollen einen 20er Raum. Also das wären 4 mal 5. Das ist jetzt... Das wäre die Größe. Ah, da kann ich nicht zählen. Nein, das wäre die Größe. Ups, so habe ich es ganz abgewählt. Das wäre 4x5. Nee, das ist 3x5. Das ist 4x5. So. Lassen wir das mal wieder laufen und warten darauf, dass unser Miner kommt, genau. Und das aushebt. Es gibt insgesamt nur 8 Abschnitte des Tutorials, okay. Ja gut, wir spielen das Tutorial und dann gucken wir mal, ob wir nicht einfach nochmal eine neue Stadt anfangen. Einfach, um es richtig zu machen. Oder ob wir uns erstmal hier mit dem Tutorial weiter umgucken. Okay. Ich habe auf OK geklickt. Stockpiles. The supplies on the wagon are in danger of being carried off by wild creatures. It's time to build a stockpile underground to unload them. Stockpile are crucial to moving supplies around your fortress where they are needed. Open stockpile mode, okay. Click the add button and click to corners of a weak
Rectangle somewhere safe to place your pile. Stockpiles can be placed both on the surface and underground. Once all this stockpile is placed, click accept and select all option. Also, ich kann erst einmal einen Stockpile hier erstellen. So. Accept und dann Custom, Ammo, also hier können wir wieder alles einstellen. We paint this stockpile, toggle whatever the stockpile can take items from anywhere or only from specific workshops at stockpiles. Aha. Remove this stockpile. Set up many barrels, bins and wheelbarrows this stockpile can use. Mhm. Okay. Also all. Da ist er jetzt auf all gesetzt. Ansonsten könnte ich einfach nur bestimmte Sachen wie Cages und... Oh, sie packen schon alles rein. If unpause your stockpile, your workers should start unloading the wagon into the stockpile. Later you may want to customize your stockpiles by clicking on them and pressing the custom button to forbid certain categories, like refuse for example. As every refuse stockpile is a good idea to keep your fortress clean. If the stockpile menu is still open, you can close it now by right-clicking. Right-clicking can always be used to close most menus as well as escape. Okay. Woodcutting. With shelter ready underground, it's time to build. First, you need building materials like wood or boulders. Mm-hmm. Before you start chopping down trees, you may want to create a dedicated wood stockpile. Haulers will also drop wood in your all stockpile unless you turn it off in the custom stockpile menu. Mhm, also wir machen erstmal ein bisschen mehr Platz hier. So. Da machen wir einfach noch so einen anliegenden Raum. So. Dann haben wir etwas Platz. Da können wir hier mehr Stockpiles hinsetzen erstmal. Also ich bin jetzt erstmal ganz unkomplex hier. So. Open Tree Felling Mod. Designate Tree. When you are ready, open the woodcutting menu and designate the trunk of a tree on the surface. Make sure your woodcutter can walk to the designated location. Okay. Set tree shopping order. Select the base of the tree so that the woodcutter can reach it. Assign a woodcutter to the work detail if necessary. The woodcutter requires an axe. Mhm. Ich würde sagen, fällen wir einfach mal den Baum hier. Ach so, das muss ich wieder ziehen. Hm. Nee, das Woodcutter. Dann hätte ich gerne doch lieber das Tool hier. So. Now you just need to wait for the woodcutter to chop down the tree. If the fallen logs are accessible, everyone will help store them in the stockpile. You can right-click to close the woodcutting mod. Right-clicking close. Naja, ja. If all of your stockpiles are full, go ahead, place another one. Mhm. Ups. Hier will ich hin. Also den da will ich erst einmal größer machen. So, accept. Der ist größer. Custom. Er soll Holz. Keins akzeptieren. Und wenn wir schon dabei sind, wo ist Refuse? Auch nichts akzeptieren.